Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Stüssel die Rizzle seid. Wir kicken jetzt rein in das Video von TJ, die Zerstörung von Olivia Pocher. Abfahrt. Ja, es wird wieder Zeit. Ah ja, für so ein Video. Eigentlich wollte ich so ein Comedy-Aufarbeitungsvideo über Pocher machen. Ein, zwei Gags kicken, ein, zwei Sachen zeigen, die vielleicht ein bisschen drüber sind. Nix will, ist einfach so ein kleines Unterhaltungsvideo. Beim Recherchieren der Clips war ich dann aber des Öfteren, ich sag mal, verwirrt und wusste auch sehr schnell, yo, das wird hier kein lustiges Video mehr. Denn heute geht es um unfassbar ekelhaftes Mobbing. Es geht um Sexismus, psychische Gewalt gegen Frauen und komplettes... Warte. Sorry, ich muss dich immer mal ganz kurz überzeugen lassen, ob er psychisch sagt oder psychisch. Unfassbar ekelhaftes Mobbing. Es geht um Sexismus, psychische Gewalt... Ich weiß nicht, ob es bewusst gemacht wird. Warum sagen 99% der Menschen psychisch und nicht psychisch? Obwohl es ja mit PS offensichtlich geschrieben wird. Ich finde es so schade, ehrlich. Gewalt gegen Frauen und komplettes Fertigmachen von Einzelpersonen. Es geht um Hass, die absurdeste Doppelmoral, die ich jemals gesehen habe, Gerichtsprozesse und auch Gerichtsurteile, Doxen von Privatinformationen und einem Geschäft, welches so ekelhaft ist, dass es bis zum Suizid der Geschädigten führen kann. Heute geht es um den Fall Olivia Pocher. Gib mir die Pap. Oh Junge, ist das laut, ey. Fangen wir aber erstmal vorne an, für die, die nicht wissen, wer Olivia Pocher ist. Erstmals in der Öffentlichkeit war Pocher in den späten 90ern bei dem TV-Casting, bis er dann in den 2000ern eine eigene Fernsehsendung auf Viva bekommen hat, ist dann zu ProSieben gewechselt und fiel schon damals durch seine sehr provokante Art auf. Und auch damals hatte er schon Kontroversen wegen solcher Clips hier. Mein Lieber, du musst ein bisschen netter zu mir sein. I'm really nice. Was heißt Presswurst auf Englisch? Der bespuckt sich immer. Yeah, we're going to dance, we wait for niggas in Vienna. Gar nicht bemerkt, angeschlichen, was soll das denn? Und sei froh, dass ich dir nicht mal den Penis durchs Gesicht gezogen habe. Ich bin 16 geworden. Hast du schon mal ein... Ich distanziere mich von den ganzen Aussagen hier, ja. Ich distanziere mich ganz weit. Fünfer gehabt? Ich bin erst 13. Verstehst du mich? Ja. Natürlich. Wo kommst du denn her? Aus Deutschland. Aus dem asiatischen Teil Deutschlands. Und auch damals hat er dafür schon teilweise... Bro, was? Junge, also das ist wirklich, das ist ja bodenlos, ehrlich. Auf den Sack bekommen. Harald Schmidt hat mal das hier über Pocher rausgelassen. Ja, okay, jetzt kommt das Fotzensekret. Was ganz Besonderes, das ist mein Fotzensekret. Vielen Dank. Und hier ist noch ein Geschenk für dich. Aber das ist ja völlig uncharmant für so eine kleine, miese Type, die, wenn sie Fotzensekret überreicht, kriegt erstmal so kleines mit Hut und dann im ausländischen Gaste so reinsimmelt, der kein Deutsch versteht. Ist uncool. Olivia Pocher, nächstes Mal hat es begriffen. Bis nächste Woche. Tschüss. Junge, er hat ihn so abs genommen, das macht so viel Spaß. Und jetzt 15 Jahre später. Einer der besten Clips gegen Olivia Pocher. Den fühle ich immer wieder, wenn ich den anschaue. Später klären wir die Frage, hat Pocher es finally verstanden? Und Spoiler, Antwort steht hier. Olli Pocher hat keinen Charme, Olli Pocher hat keinen Witz. Olli Pocher ist der einzige Fehler von Harald Schmidt. Pocher hat vor 3,5 Jahren ein Format namens Bildschirmkontrolle ins Leben gerufen, welches in der Corona-Zeit entstanden ist, um vor allem Influencerinnen zurechtzuweisen, zu kritisieren und, darum geht sie halt eben auch sehr viel im Video, psychisch fertig zu machen. Psychisch. Heute knallt's richtig. Ja, alle Wünsche, es geht um dich und danach wirst du dir wünschen, dass es dieses Video nie gegeben hätte. Das Format hatte eine kleine Pause, ist jetzt aber wieder zurückgekommen, weil, wie es ein paar von euch vielleicht mitbekommen haben, trägt Pocher gerade die peinlichste Influencer-Trennung aus, die ich jemals gesehen habe. Real Talk, das ist so bodenlos. Bei seiner eigenen noch Ehefrau so ein Spiel abzuspielen. Junge, ich dachte so, die machen das nur bei anderen, so Opfern halt, so die, also so, ne, für so diese Z-Promi-Opfer, was weiß ich. Also die machen das bei, er macht das bei seiner eigenen Ehefrau oder noch Ehefrau halt getrennt, so. Junge, es ist so peinlich, holy shit. Also sobald man einen Fernseher anmacht, bekommt man nur Scheiße über die mit. Und ich gucke sonst kein Fernsehen, aber sobald ich das mal angeguckt habe, es war schlimm. Es war gesehen sehr schlimm. Habe, also er und seine Frau Amira haben sich getrennt und was das Erste, was er gemacht hat nach der Trennung, erstmal bei RTL, in einem Stadio-Interview fett über sie ablästern. Ich glaube, da fehlt ihr dann noch die emotionale Reife.
Beste, so geht man mit einer Trennung um. Aber Real Talk, ich habe noch keine Influencer-Trennung gesehen, die so peinlich ist wie das. Das ist krank. Naja, aber weiter ging es damit, dass Pocher den Typen, der Amira jetzt mutmaßlich wegscheppert, erstmal auf Instagram parodiert. Mein Name ist Dalai Karma und ich bin eine Erfolgsgeschichte in Deutschland. Und er bekommt auch so eine Bildschirmkontrolle von Olli ab. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer... Also for real, es ist schon ein Stück weit, ist das schon lustig, wie dumm das Ganze ist. Vor allen Dingen, wenn man mal betrachtet, dass das der vielleicht Neue ist von dieser Amira und er, Junge, wie kann man so, also zum einen denkt man sich so, es ist doch so Realsatire, es ist so dumm kann niemand sein und dann ist es schon fast wieder lustig, aber dann ist es schon übel traurig wieder. So, ach, keine Ahnung, Mann. Bei Oliver Pocher weiß ich auch nie, was ich über den denken soll, weil es ist halt, dieser Mensch ist der lebende Beweis, dass Z-Promis halt irgendwie ist. Junge, er ist doch, guck mal, er macht sich über so Z-Promis lustig, aber er ist doch der eigentliche Z-Promi, oder? Eine neue Ausgabe der Bildschirmkontrolle. Ich muss ganz kurz Sport machen, ich will fit bleiben, damit ich auch körperlich euch ein bisschen hier was präsentieren kann. Ah, besser, denn die Kraft kommt aus dem Hintern. Wo habe ich das gelernt? Natürlich nur bei ihm. Hier ist er, Bion Kakikaku. Digga, ist das scheiße. Naja, so ist auf jeden Fall das Format der Bildschirmkontrolle aufgebaut. Bisschen wie Reaction-Videos für Boomer und verzweifelte User. Olli sagt übrigens selber, dass das Format eine Form der Kontrolle sein soll. Warum gucken die sich das an? Das ist Mobbing. Nee, das ist einfach nur eine gewisse Form der Kontrolle, die ich da ausübe. Lass uns jetzt aber erstmal gucken, nach welchen Kriterien dort Olli... Guck mal, ich sag das ganz, ganz selten, ne? Bei Leuten, die Kritik üben, dass es Mobbing ist. Aber bei Oliver Pocher habe ich ehrlich das Gefühl, dass es auf Ernst wirklich einfach Mobbing ist. So, da ist auch nichts Konstruktives dabei in vielen Fällen. Kontrolliert und auch kritisiert, weil an sich ist Kritik ja was Gutes so, ne? I mean, best case, lernst du was draus und entwickelt sich halt eben weiter. Das erste, nachdem Olli kritisiert ist, wenn eine Influencerin ihrer Vorbildsfunktion nicht gerecht wird, weil jeder Mensch hat ja eine Vorbildsfunktion. Und wenn man halt eben nicht nach dieser Funktion handelt, dann kommt Olli vorbei. Ihr rafft es einfach nicht. Es geht einfach darum, dass ihr eine Vorbildfunktion habt. Okay, schreiben wir auf, Punkt 1. Influencer wie du und ich, Olli, haben eine Vorbildfunktion. Ist eingeloggt. Um was geht es noch? Olli kritisiert Influencer, denen nicht bewusst ist, dass sie für ihre Follower verantwortlich sind. In der Corona-Zeit hat eine Influencerin dieses Bild hier gepostet. Und ja, es ist typical white girl Instagram-Shit. Muss man nicht mögen. Und sie hat auch eben Bilder von Followern repostet, die auch irgendwie so Bilder im Schnee gemacht haben. Aber das ist nicht okay, weil das könnte ihre Follower dazu verleiten, dass sie jetzt in Skigebiete fahren, wenn man so Bilder postet. Weil... sie ist ja im Schnee und in Skigebieten ist auch Schnee und Skigebiete waren zu überlaufen in der Corona-Zeit und deswegen ist es nicht okay. Ah, das wäre geil. Es wäre schöner, wenn du dir anderes wöchentlich einführen würdest. Aber die Polizei hat doch gesagt, bitte nicht in die Skigebiete, bitte nicht, wenn irgendwo Schnee ist, bitte nicht machen. Und das ist das Hohlfrittige, was ich nicht verstehe. Einfach sich mal und sein Egoismus hinten anstellen und seine Follower und einfach, wenn man keinen Content zu erzählen hat, einfach mal die Fresse halten. Hat die Polizei nicht auch gesagt, Maske tragen und so Abstand halten? War nicht Oliver Pocher jemand, wurde er nicht mal rausgeführt aus irgendeinem Saal, weil er das nicht einhalten wollte? War das nicht irgendwie sowas? Ich bin mir gar nicht sicher, aber irgendwie hat er sich doch dann gegen die Polizei so wehren wollen und ist dann trotzdem noch mehr rausgeflogen. So. Ja, von einem Konzert. Ja, irgendwie war das so. Ja, das ist schlecht gealtert, sage ich mal, sein Front hier. Es ist doch nicht so schlimm. Aber okay, schreiben wir auf. Influencer sind für ihre Follower verantwortlich. Check. Was Olli jetzt angemacht ist, gut, Alter. Wenn man sich in der Corona-Zeit mit wem getroffen hat. Wo sollen wir momentan nicht hingehen? Wie viele Meter sollen wir Abstand halten? 1,5 Meter. Wo ist Jenny Frankhauser vor 4 Stunden? Beim Friseur! Beim Friseur! Du bist so eine Hohlbirne, wirklich. Okay, in der Corona-Zeit sich mit dem Friseur treffen. Das ist ja noch dümmer. Das ist ja noch dümmer. Das ist ja noch viel bescheuerter als... Okay. Nicht okay. Das. Top. Packen wir auf der Liste. Manchmal war es bei Olli aber auch komplett random, wann er jemanden fertig machen will. Dazu hat Maestro übrigens einen sehr guten Part schon mal gemacht. Und
Ich hätte da halt nichts hinzuzufügen, deswegen blende ich den jetzt einfach mal ganz kurz ein. Als kleines Beispiel. Als die Flut Deutschland erwischt hat und viele Haushalte unter Wasser gestanden haben, haben einige Influencer Spendenlinks in ihre Stories gepostet, was ja erstmal was Schönes ist. Jetzt hat Oliver Pocher sich wirklich daran gestört, dass diese Menschen, nachdem sie den Spendenlink gepostet haben, ihren Tag weiter ganz normal verbracht haben und dann auch Sachen in die Story gepostet haben. Teilweise sogar am nächsten Tag. Wir gucken es uns an. Die gute Sarah Harrison. Erst natürlich der Spendenaufruf, dann gute Nacht, Leute, und danach geht's Leben wieder. Guten Morgen! Weiter, als wenn nichts passiert wäre. Okay, schreiben wir auf. Kritik ist okay, wenn man Spendenlinks zu gemeinnützigen Organisationen... Also ich merke, ich habe 0% von denen sein Bildschirmkontrollending mitbekommen, weil ich gar nichts davon weiß. Aber wie unnötig... Also wir machen schon unnötige News teilweise, ne? Als YouTuber, halt so YouTube-Themen, so interessiert nur so gewisse Leute, also so eine Bubble von Leuten, ne? So jetzt nicht die breite Masse, so, keine Ahnung, wenn du jetzt Opa XY fragst, da, der weiß nichts mit den ganzen YouTube-Themen anzufangen. So, aber das ist ja noch unnötiger, was Oliver Pocher macht. Und der Typ ist aber so deutschlandweit bekannt. Also ich bin verwirrt. Und die Story packt und sich danach nicht schämt, wenn das Leben normal weitergeht. Freunde, ist natürlich Joke, hier fing halt einfach das Random Bashing an. Was übrigens mit den Profilen der Frauen und mit den Frauen passiert, wenn sie von einem Millionenpublikum von Olli gebasht werden, zeige ich euch noch später im Video. 1,7 Millionen Follower. Aber okay, hätten wir geklärt. Nach diesen Kriterien hier kritisiert Oliver Pocher Influencerin. Was jetzt aber sehr interessant ist, ist, dass diese Kriterien hier zwar für Influencerin gelten, aber nicht für Olli. Und jetzt viel Spaß mit der absurdesten Doppelmoral, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Olli Pocher ist verbittert, er hat keinen Kontext, bei ihm steckt nichts dahinter. Ich habe euch ja gerade gezeigt, dass Oliver findet, dass Influencer eine Vorbildfunktion haben. Ja, aber scheinbar gilt die nur für YouTuber wie mich, Podcaster wie Reese und Ju, TikToker wie Georgia oder Streamer wie Papa Platte. Aber ganz bestimmt nicht für Oliver Pocher, weil ist halt so. Also ich finde, das ist auch so total lächerlich, dieses so, ja, du bist in der Öffentlichkeit, du hast auch eine Vorbildfunktion. Wer sagt das? Okay, das wird tatsächlich das erste Mal sein, dass ich slightly was lustig von Olli finde, weil, Olli, das hast du gerade noch selber von dir gegeben. Es geht einfach darum, dass ihr eine Vorbildfunktion habt. Ey, gut, es ist einfach gut. Aber okay, schreiben wir auf. Vorbildfunktion gilt für Influencer, aber ganz bestimmt nicht für Oliver Pocher. Weil er ist ja bestimmt auch kein Influencer, ne? Weiter geht's mit dem Punkt, dass Olli ja meinte, dass Influencer für ihre Followers können, dass sie für sie verantwortlich sind. Dazu hatte Olli übrigens auch... Stellt euch mal vor, Oliver Pocher würde mal für 2 Tage nicht im Rampenlicht stehen. Was da los wäre. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wirklich, man bekommt irgendwas immer so am Rande mit, aber man weiß immer nie so was, weil man sich nicht damit auseinandersetzen möchte, weil das nur dummes Zeug ist. Aber jetzt, wo man es mal aufgezeigt bekommt, ist das wirklich schon absolut dämlich. Wieder einen sehr interessanten Take beim 13-Fragen-Video. Ich sehe es komplett gar nicht so, weil ich kann halt einfach nicht für 2 Millionen Leute verantworten, was die schreiben, was die sagen, was die machen. Und ich bin nicht verantwortlich für Spinner da draußen, die irgendwelche Leute beschimpfen. Dann kriegen halt mal ein paar Leute ein paar doofe Nachrichten. Das tut mir leid, ist nicht meine Aufgabe. Aha, also Influencer sind für ihre Follower verantwortlich, aber Olli ist für seine damaligen 2 Millionen Follower nicht verantwortlich. Junge. Okay, ein paar D-Abos gemacht auch. Okay. Bezüglich Verantwortung ist Olli übrigens auch nicht dafür verantwortlich, wenn Leute durch seine Videos psychische Schäden erleiden. Es gibt niemanden von dieser Bildschirmkontrolle, den ich persönlich so fertig machen wollte, dass er psychisch irgendwie kaputt ist. Aber ich kann es auch teilweise nicht verhindern. Was? Also, er weiß, dass Leute durch seine Inhalte psychische Schäden erleiden, dass sie psychische Probleme durch ihn bekommen. Man sagt bitte nicht so oft psychisch. Und er sagt trotzdem, ja, nee, Likes und Abos sind mir wichtiger. Digga, was? Letzter Punkt der Also das Einzige, was ich so weiß, wo Oliver Pocher so übel drauf hängen geblieben ist, war, soweit ich weiß, die Anne Wünsche. Ich habe von der nichts mitbekommen, ne, von dieser Anne Wünsche. Ich weiß nur, Da Vinci hat so viele Videos gemacht und Oliver Pocher hat so viele Videos gemacht. Ich habe es nie gecheckt. Ich weiß auch immer noch nicht was. Wegen Kinder gezeigt oder so. Ist nie gecheckt, aber das war so präsent überall. Ich habe gar keinen Bock, mich mit dieser Überscheiße auseinanderzusetzen. Ich finde, das ist noch schrecklicher, als wenn ich ein Video über PKTV mache oder so einen Müll. Aber das war so präsent, weil das immer und immer wieder vorkam.
Nicht nur an der Wünsche, aber die war auch vor Gericht. Okay. Moral von Olli ist übrigens sein Umgang mit der Corona-Politik. Weil, wie gerade gezeigt, hetzt er schon gegen Influencer, wenn sie zum Friseur gehen. Ja, aber Familie Pocher darf ein bisschen mehr. Seht selbst. Ja, da sind 8 Frauen aus 8 verschiedenen Haushalten, die feiern den 40. Geburtstag von Mozzi Mabuse. Erstmal ganz kurz, was ist das für eine Psychose da? Also Elton zeigt auf seinem iPad, was die Frau von Oliver Pocher gemacht hat. Und daraufhin zeigt Oliver Pocher auf seinem iPad Elton, der auf seinem iPad zeigt, was die Frau von Oliver Pocher gemacht hat. Jetzt bin ich gespannt, was Oliver Pocher dazu sagt. Und geht dann darauf ein. Aber komm, zeig, zeig, zeig. Was? Ich bin gespannt. Muss ich meine Videos auch so weitermachen oder was? Mhm. Aber innerlich geht es auf jeden Fall darum, dass Olli ja schon gemeckert hat, wenn eine Influencerin sich nur mit dem Friseur getroffen hat. Nur trifft sich seine Frau hier ja mit 7 weiteren Frauen. Da müsste Olli ja jetzt genauso ausrasten, oder? Oder? Was man den Mädels vorwerfen kann, ja, sie haben in diesem Moment nicht eine Maske auf und nicht immer 1,5 Meter Abstand. Okay. Okay, okay, das kann man gut oder schlecht finden. Ja, perfekt. Influencer mit Pocher als Nachnamen dürfen sich mit 8 Leuten treffen. Influencer ohne Pocher als Nachnamen nicht mal mit dem Friseur. Ja, perfekt, Digga. Was übrigens absoluter Kindergarten ist. Elton kritisiert ja ganz... So lächerlich, ohne Scheiß. Sachlich so, hey, warum zeigt ihr, dass ich mit 8 Leuten treffe? So, warum macht ihr das so? Und anstatt, dass Pocher einfach ganz normal drauf eingeht, so, ja, okay, könnte man vielleicht nicht zeigen, dies, das, wäre vielleicht ein Fehler, schießt Pocher einfach instant gegen Elton zurück. Wie du zum Beispiel mit diesen Fotos dann umgehst. Oder auch das hier. Was ist denn hier los? Hä? Aber es ging doch gar nicht darum, dass Elton das kritisiert, sondern er hat einfach nur Pocher den Spiegel vorgehalten. Das heißt ja nicht, dass Elton es besser macht. Er hat das halt einfach nur... Check ich nicht ganz. Also er hat einfach nur den Spiegel vorgehalten, beziehungsweise das iPad vorgehalten. Weil das ja die Kritik an Oliver Pocher war, weil die es ja selber nicht besser machen. Das heißt ja nicht, dass Elton sich dran hält oder er das alles so beachten muss. Sag mal, Abstand, gibt es das nicht mehr? Nicht so kleinlich sein, nicht auf alles achten. Dazu lassen wir unseren Freund Elton in Ruhe. Er ist vielleicht nicht der beste Moderator, aber er ist sehr nett. Elton, wirklich ein Atze. Hä? Hey, natürlich ist er der beste Moderator. Ich verstehe nicht, was er... Okay, L-Take. Und was ist das eigentlich für eine geisteskranke Doppelmoral? Manchmal ist es nicht okay, ein... Schreibt mal bitte, wenn ihr bis hierher die Reaction gesehen habt, als Algorithmus-Kommentar, heute ist das Codewort, Elton, bester Mann. Bitte reinschreiben für den Algorithmus. Also hier an die InCap-Zuschauer, Kuss geht raus, Elton, bester Mann. Spendenlink für eine NGO in die Story zu posten. Und manchmal sagt Pocher so, ja, bei mir nicht so kleinlich sein, bitte. Ja, das ist doch... Sicher was? Aus. Ey, bei der Corona-Politik hatte Oliver wirklich die größte Doppelmoral, die man sich nur vorstellen kann. Ja. Bei anderen war er wirklich so unfassbar klein. Ich hätte auch wirklich gesagt, so, ey, ihr haltet euch nicht an die Corona-Richtlinien, ich mach euch fertig. Also hier nochmal fürs Gedächtnis 1-2 Clips. Ah, ich mach euch alle tot. Wenn's der Virus nicht macht, dann mach ich's. Ich werde sie wirklich alle ankacken. Aber wie gesagt, wenn du den Namen Pocher trägst, darfst du scheinbar mehr. So hatte er zum Beispiel in der Corona-Zeit einen Gastauftritt bei einem Pietro Lombardi-Konzert und hat sich dort halt eben nicht an die Corona-Verordnung gehalten. Der Veranstalter wollte darauf von seinem Hausrecht Gebrauch machen und wollte Oliver rausschmeißen. Aber was der Veranstalter und auch die Polizei nicht wussten, Oliver heißt ja Pocher mit Nachnamen und Pochers dürfen halt mehr. Und deswegen hat sich Oliver so extrem peinlich hier gegen die Polizei gewehrt. Funktioniert so nicht. Was funktioniert denn so nicht? Dass man ins Publikum geht, wenn es die Ansage gibt. Das geht nicht. Weil ich kann ja als Gast auftreten, wann und wie ich will. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Wollen wir das jetzt weiterführen? Ja, können wir gerne. Ich möchte gerne mein Hausrecht durchsetzen und möchte gerne, dass der Pocher jetzt das Gelände verlässt. Nee, dann soll die Polizei mich gerne mal abführen. Ja, das machen wir. Würde ich gerne sehen. Und jetzt... Ach, das ist so gut. Das ist so ein geiler Clip, ohne Witz. Das hat ihn so lächerlich gemacht. Er hat es danach immer noch nicht ganz gecheckt. Hier als Dorfpolizei auf einmal nochmal einen Schafel machen, oder? Wir bleiben jetzt einfach mal entspannt. Okay? Nein, fang hier nicht mit Polizeigriff an. Machen wir doch gerade. Doch, er hält mich hier fest. Digga. Der Junge, er hat ihn hier gerade... Seht ihr gerade den Polizeigriff? Der ballert ihn gerade voll den Polizeigriff rein. So hier. Das ist, Alter, übelste Schmerzen bestimmt. Ist das scheiße? So, ich glaube, ich habe jetzt ganz gut die Doppelmoral von Olli beschreiben. Das erinnert mich irgendwie an den Mann, der sagt, sie haben mein Kind gehen lassen oder wo ist mein Kind, wo ist mein Kind? Die haben mich einfach abgeführt ohne mein Kind und das Kind steht so daneben.
Junge, irgendwie die gleichen Vibe gerade gespürt. Nee, fand ich aber lustig. Beste. Können. Gebt natürlich noch mehr Punkte, aber dann werdet ihr alles ein bisschen zu lang. Aber irgendwie könnte man über diese Doppelmoral dann. Mein Sohn, Vater, ich bin hier, genau. Irgendwie hinwegsehen, drüber lachen und es einfach funny finden. Über den nächsten Part lacht aber, glaube ich, niemand mehr. Denn ab jetzt geht es ums komplette psychische Fertigmachen. Oh. Bei dem. Hä? Er kann's doch. Nee, warte ganz kurz, jetzt bin ich verwirrt. Ich niemanden mehr. Denn ab jetzt. Er sagt psychisch. Er hat es gerade mit PS gesagt. Geht's ums komplette psychische. Ah, nee, er hat es mit TS gesagt. Junge, ich habe mich einfach nur verhört. Schade. Ich wollte ihn gerade kurz loben. Aber nee, dann ist es so. Nee, ich akzeptiere das. Ist okay. Fertig machen. Bei dem man sogar so weit geht, dass man für eine noch größere Story, für noch mehr Likes, bereit ist, komplett private Dinge zu leaken, die niemandem was angehen. Jetzt bin ich gespannt. Nennt man übrigens Doxing. Wie sich das Opfer dabei fühlt, dass es psychische Schäden erleiden könnte, ja, juckt. Ach, und Triggerwarnung, ab jetzt geht's unter anderem auch um Gewalt gegen Frauen. Weil seine Influencerin sich umbringt, ist Olli Pocher schuld und seine ganzen Kumpels. Pocher hat ja bei 13 Fragen betont, dass er niemanden fertig machen will. Es gibt niemanden von dieser Bildschirmkontrolle, den ich... Oh, vielen, vielen lieben Dank für den dicken Raid von Zoe Mattea. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream gehabt und habt auch auf das Video reagiert oder so oder habt auf andere Sachen reagiert. Dann eine Runde Valorant gespielt oder so. Nee, vielen Dank dafür. Wir schauen gerade eben die Zerstörung von Oliver Pocher an. Sehr, sehr interessant, wie dreist und doppelmoralisch Oliver Pocher ist. Es ist wirklich nicht mehr lustig, tatsächlich. Ich persönlich so fertig machen wollte. Gut, dafür betont er in der Bildschirmkontrolle zwar sehr oft, wie sehr er es liebt, Leute, es lohnt sich, fertig zu machen. Ist das hier alles kein Mobbing? Und das Gesicht haben wir noch nicht mal gesehen von dir. Die aber auch schon mit 22 aussieht, als wenn sie einen Autounfall hatte und ein Airbag im... Ich finde es lustig, dass es Oliver Pocher sagt, der übrigens extrem hübsch ist. Ich weiß nicht, was er für einen weiblichen Anteil an Zuschauern hat, aber jetzt möchte ich mal ganz kurz, ich will gar nicht mich zu krass loben, ne, aber ja, vorhin habe ich das ja in die Kamera gehalten, dann können wir das gleich mal hier abgleichen. Vielleicht kann das Oliver Pocher auch mal preisgeben, wie viele weibliche Follower er hat, aber passt mal auf, an die Leute, die es noch nicht wissen, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz auf Instagram meine weiblichen Follower, ne, weil das sind Beste, ja. Wo war denn das? Ach, hier. Erreichte Leute, Geschlecht. So, Achtung. Na, fokussier. Ah, fokussier. 56% Frauen. Und das trotz meinen ganzen Inselgelaber, laut Dekadent, wollte ich nur ganz kurz sagen. Wie viel ist es bei Oliver Pocher? 1%? Weil er so misogyn ist? Ich weiß es nicht, aber ich finde es traurig. Hier sind mehr Frauen als Männer. Wir hatten wir hier auch eine Poll-Abstimmung gemacht und tatsächlich 60% Frauen. Es ist Wahnsinn. Oliver Pocher, sei einfach mehr pro weiblich. Ja. Ich finde, er macht sie zu krass fertig, die weibliche Seite. Hier sind alle willkommen. Fühlt euch einfach willkommen hier. Ja. Gesicht hängen geblieben wäre. Jessica Paschka, unsere Ex-Bums-Bachelorette. Ich liebe es, dich fertig zu machen. Ey, ganz kurz, wie kann. Und das liegt natürlich nur am Aussehen bei mir. Und bei Oliver Pocher, da weiß ich nicht. Ich finde, es ist ein junger, attraktiver Mann. Ein Kappa. Typ, der irgendwas zwischen, keine Ahnung, 13 und 60 ist, eigentlich so peinlich sein. Ich check's nicht. Ich glaube, Oliver Pocher, dass er anfangs nur probiert hat, Influencer normal zu kritisieren. I mean, da ist auch eine Menge kritikwürdig, keine Ahnung. Die Mütter, die andauernd ihre Kinder vor die Kamera halten und sowas, ne? Da kann man gut und gerne was zu sagen, so ist es nicht. Aber ich habe sehr stark das Gefühl, dass Olli für die noch größere Story, für noch mehr Likes, für noch mehr Abos, für noch mehr Reichweite irgendwann versucht hat, die Stories selber immer größer zu machen, immer mehr aufzubauschen. Und hat dann für die immer größere Schlagzeile sich halt eben Mitteln bedient. Junge, der ist einfach. Also das ist jetzt meine Ansicht, ne, meine Meinung, ne? Ich habe das Gefühl, er ist komplett süchtig nach der größtmöglichen Aufmerksamkeit. Deswegen tut er alles, Junge, sogar seine eigene Trennung mit seiner Ehefrau, mit der er 2 Kinder hat oder so, selbst diese Trennung schlachtet er für seinen Nutzen aus. Überlegt euch das mal, wie weit der Typ geht. Wirklich, ich gebe von unserer Beziehung von Tina und mir, ja, ihr kennt Tina, aber ihr kennt sie jetzt vielleicht nicht so vom, also ihr habt sie wahrscheinlich noch nie gesehen. Also einige, manche haben sie vielleicht gesehen, so auf Insta. Aber sonst, sie ist nicht weiter hier. Ich baue sie nicht mit meinen Videos ein. Ich gebe nicht viel privat von mir preis. Ich sag nicht, was wie bei meiner Familie ist und so weiter. Einfach, weil ich
Respekt vor der Privatsphäre habe. Aber der Typ schlachtet seine Privatsphäre aus, um damit Content zu ziehen. Junge, es ist crazy, wirklich. Ey, jeder kann das machen, wie er mag, aber ich finde Oliver Pocher ist so geisteskrank aufmerksamkeitsgeil, dass es wirklich schon absolut nicht mehr lustig ist. Und dann kommt so eine Scheiße zustande, sage ich euch ehrlich. Deswegen bin ich froh, dass ich sehr viele Sachen einfach privat halte. Da kann gar nicht so ein Müll passieren. Ja, okay sind. So hatte Olli zum Beispiel mal Beef mit einer Influencerin. Die müssen wir nicht überreden, auch Scheiße gebaut hat, keine Frage. Aber anstatt dass Olli dann weiterhin die normalen Gags postet, hat er sie und eine Freundin einfach komplett weggedoxt. Und für die Leute, die nicht wissen, was Doxing ist, Doxing ist das internetbasierte Zusammentragen und anschließende Veröffentlichen von personenbezogenen Daten, typischerweise mit bösartigen Absichten gegenüber den Betroffenen. Die Gründe für das Doxing können unterschiedlicher Natur sein, darunter etwa Selbstjustiz, öffentliches Bloßstellen oder Belästigung. Personen, die vom Doxing betroffen sind, sind oft Folgeattacken ausgesetzt, basierend auf den veröffentlichten Daten. Und genau das hat Olli gemacht. Natürlich gibt es hierzu keine Videos mehr online, alles gelöscht, aber es gibt noch eine Menge Artikel darüber. Und zwar hat Olli von einem fucking Millionenpublikum zwei Frauen gedoxt. Von einer hat er die Vergangenheit als Sexworkerin geleakt und von der anderen hat er ein Video gezeigt, wo sie fast nackt zu sehen war. Dinge, die vor ihrer Karriere passiert sind. Dinge, mit denen sie komplett abgeschlossen hat. Alter. Dinge, die absolut nichts mit Kritik oder sonst was zu tun haben. Dinge, bei denen die Frauen nicht wollten, dass sie in der Öffentlichkeit sind. Und wisst ihr, was direkt nach dem Doxing passiert ist? Olli hat einfach eine vierteilige Late-Night-Show bei RTL bekommen, wo er mit genau demselben Scheiß weitermachen durfte. Die Aktivistin Huschke Mau, die beim Antilopen-Diss-Track gegen Oliver Pocher am Ende ein paar Sekunden Screentime bekommen hat, schrieb dazu übrigens Folgendes. Dir wurde Mobbing vorgeworfen. Ich gehe einen Schritt weiter und sage dir, das, was du tust, ist Gewalt gegen Frauen. Und das komplett abgefuckt ist jetzt, dass Olli halt eben einfach nicht einsieht, dass er mit dem ganzen Scheiß zu weit geht. Wenn eine Frau zum Beispiel sagt, ey, das ist mir zu viel, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Bitte, das belastet mich psychisch so krass, bitte hör auf. Wie hier jetzt im Clip. Ich weiß nicht, ob von euch einer das Gefühl kennt, wenn man von einer Person gemobbt wird, für etwas, was ich niemals getan habe, nie. Das, was dieser Mensch gerade mit mir macht, ist unter der Gürtellinie. Ich muss euch sagen, das ist unheimlich weh tut. Es tut so krass weh, dass ich heulend aufstehe und heulend wieder ins Bett gehe. Es geht einfach zu weit. Ja, und was passiert dann? Dann sagt Olli einfach so, ja, nö, glaube ich dir nicht, du bist ja nur eine Schauspielerin. Und ich nehme dir auch deine Tränen nicht wirklich ab, weil du am Ende des Tages bist du eine Schauspielerin. Zwar keine gute, aber du bist irgendwie ja auch Schauspielerin. Krass. Ja, cool. Junge. Übrigens ganz kurz. Aber das zeigt mir auch, wie weit man geht. Als hätte ich schon mal einen Film darüber gesehen. Gab es da mal einen Film oder eine Serie zu irgendwas? Wo so jemand so für Aufmerksamkeit alles tut und dann, nee, weiß ich nicht. Aber das ist so wirklich wie in einem schlechten Film. Sagen wir es einfach so, wie in einem schlechten Film. Da ist jemand, der sieht, wie verletzt oder wie er jemand verletzt und er will sich dafür rechtfertigen, das zu tun, indem er sagt, das ist eine Schauspielerin. Das ist krank. Wirklich, das ist absolut krank. Also sorry, wenn ich ein Video mache. Also ich mache erstmal prinzipiell nicht solche Videos wie ein Oliver Pocher, dass ich Leute auf einer emotionalen Ebene verletze und sie einfach nur angreife. Ja, also meine Videos sind eher so ein bisschen Standardgelaber oder hier mal so Kritik in gewissen Bereichen. Ich habe letztens auch bei dem Video zuletzt zu Shoyoka auch was gesagt und auch gesagt, was ich da doof finde. Aber ich bin die ja nicht negativ oder schlimm angegangen, sondern eher so, ja, das, was du dort erzählt hast, ist Quatsch, kann ich nicht nachvollziehen und das ist doof. Aber nicht so dieses, ja, ich kaufe dir das nicht ab, du bist eine Heuchlerin, du bist schlecht oder so, ne? So dieses Übernegative. Je negativer du rüberkommst, umso negativer ist auch deine Community. Und ich finde, und ich bin immer noch der Ansicht, so wie der Streamer, so wie der Influencer, so ist die Community. Und wenn du als Influencer vorgibst, so jemand zu sein, der gerne mobbt oder übel reinhaut, so wird die Community auch sein. Und ich kann mir vorstellen, dass bei einem Oliver Pocher, wenn der so einen Content hochlädt, die Community genauso asozial ist und die Grenzen nicht kennt, den Respekt nicht kennt, dann rübergeht und die tot beleidigt, komplett fertig macht, komplett hops nimmt und das finde ich absolut asozial. Deswegen sage ich immer, einfach respektvoll sein, einfach nicht so asozial sein, dann ist die Community auch nicht so asozial und ich hoffe und ich gehe auch davon aus, dass mein Chat, ja, wenn ihr das so seht, ihr nicht so komplett verwirrt seid. Und sagt, ey, ich gehe nach einer Reaction oder nach einem Video rüber zu irgendwelchen Leuten und beleidige die dann. Ne? Einfach, weil ihr es von mir nicht kennt. Und das finde ich einfach so, Oliver Pocher ist genau das Gegenbeispiel, finde ich. Der Typ ist einfach, der zeigt komplett wirklich so full das Negative und die Community ist dann dementsprechend genauso.
Und deswegen gehe ich schon davon aus, dass es voll auf die Psyche geht von der Anne Wünsche. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat, wie fehlerhaft das war, was sie gemacht hat. Mit Sicherheit hat sie viele Fehler gemacht, gar keine Frage, aber ich verstehe es nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, dass Tobias Huch jetzt plötzlich einen fetten Raid raushaut. Ich danke euch vielmals, oder ich danke dir auch vielmals für den Raid. Ich habe gerade eben zwei dicke Raids bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir schauen uns gerade die Zerstörung von Oliver Pocher an und wie krass der Typ heuchelt und wie krass der Leute fertig macht. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist, aber sehr, sehr schlimm. Deswegen, wir gucken uns jetzt noch die letzten 7 bis 8 Minuten an. Aber es ist sehr interessant, es ist wirklich crazy. Damit ihr versteht, und Dankeschön, ehrlich, was man für Kommentare abbekommt, wenn man halt eben die Kommentarsektion offen lässt. In der Kommentarsektion der Frauen, die von Oliver irgendwie gebasht wurden, stehen Kommentare drin wie: Dich nennt man umgangssprachlich auch Schlampe, außer Haut zeigen und Schlag zeigen kannst du nichts. Irgendwas mit Hupen vielleicht, keine Ahnung, Fotze, wie nuppig. Ja. Und das sind nur die genau das ist das, was ich meine. Natürlich, das können auch Einzelbeispiele sein, gar keine Frage. Es kann auch von anderen Communities kommen. Aber in Oliver Pocher, wenn er sieht, dass irgendwas gut ankommt, dann macht er 5 Millionen Sachen die ganze Zeit über eine Person so gefühlt und macht sie dann immer mehr und mehr fertig, bis es übergeht ins Doxing. Und sorry, aber das ist einfach, also zumindest in dem Doxing, was jetzt TJ gezeigt hat, also es geht einfach nicht. Ich find's schrecklich, ich find's einfach schrecklich, sowas. So, keine Ahnung, hab doch Respekt vor der Privatsphäre von Menschen. Ich mach doch auch nicht ein Video über irgendwelche privaten Inhalte von anderen, sondern einfach ein Video zu Äußerungen, die in der Öffentlichkeit getätigt werden, die man halt auch kritisieren kann. Aber Junge, das geht einfach nicht. Das ist einfach fucking asozial. So, dann brauchst du dich nicht wundern, dass Leute dich auslachen oder dich einfach nur haten, weil du machst es nicht besser. Kommentare, die nicht automatisch gesperrt sind oder schon gelöscht worden. Real Talk, ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Ich wusste es nicht, weil ich mich für Oliver Pocher zu 0% jemals interessiert habe, aber das ist wirklich nicht lustig. Ja. Bei dem mutmaßlich neuen Typen von Amira sind übrigens alle Beiträge limitiert, heißt, dort kann niemand mehr was kommentieren, ja, der wahrscheinlich nicht schon länger Follower ist, weil sonst die Kommentarsektion wahrscheinlich komplett voll mit Beleidigungen und Bedrohungen wäre. Und was die DMs der Damen angeht, will ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht wissen, was da alles so abgeht. Eine andere Frau, die sich nur mit den Opfern von Oliver solidarisiert hat, hat übrigens auch mal ein paar Kommentare gescreenshot, die sie bekommen hat. Und da hieß es dann auch ganz schnell: Dumme Nutte, verpiss dich bitte ganz weit weg, du fettes Monster. Keine Solidarität für Kuh. Geht gar nicht. Du Like-Bitch, wirst dein nächstes Opfer. Huschke, mach mal die Erde und lösch dich. Bestes Beispiel, dass Hühner schlauer sind als Frauen. Geh zurück in die Küche, du verklemmte alte Hexe. Crackhead. Und sie hat sich nur für die Frauen eingesetzt und dann kam schon das daraus. Und auch wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man das nicht ertragen. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und das absolut krasse ist, so ein Umgang von Olli ist halt eben nichts Neues. Und ja, ich weiß, ich grabe jetzt hier was Altes aus, aber es zeigt einfach perfekt, wie Olli einfach tickt. 2005 hat sich Olli über das Aussehen einer Frau lustig gemacht und ihr doch mal geraten, dass sie mal dringend eine Schönheitsoperation machen sollte. Ja, cool, haha, fahren die solche Jokes vor 100.000 zu kicken, fand die Trau übrigens nicht so geil und hat Olli daraufhin angezeigt. Und das Gericht hat ihm auch eine Strafe von 6.000 Euro aufgebrummt. Aber anstatt sich einfach zu entschuldigen und zu sagen, so, ey, ja, okay, war ein dummer Gag, war drüber, tut mir leid, macht Olli was anderes. Und zwar hat er sich Jahre später weiterhin über das Gerichtsurteil und auch weiterhin über das Aussehen der Frau lustig gemacht, die dann Jahre später immer und immer wieder darauf angesprochen wurde, was ihr euch vorstellen könnt, nicht so eine geile Sache für sie war. Aber alles für das Lachen des dummen Mannes, ne? Und sowas zieht sich halt eben durch bei ihm. Und er leugnet ja oftmals nicht mal, dass er ein ekelhafter Mobber war. Oder ist. Bei dem Interview spricht er zum Beispiel ganz stolz darüber, was er damals für ein krasser Schulmobber war und wie sehr es ihm Spaß gemacht hat, andere psychisch fertig zu machen. Und das war schon vor der Schule. Was hat die Ur-Story, war auch nur ein dummer Joke, TJ. Ja, ey, jetzt mal ganz ehrlich, guck mal, jetzt muss man aber mal den Unterschied sehen zwischen dem TJ, der sich danach entschuldigt hat und das nicht mehr gemacht hat, so aus dem, das war eine einmalige Sache, im Gegensatz zu einem Oliver Pocher, der danach immer weitermacht und weitermacht und sich jeglicher Verantwortung nicht bewusst ist und sich daraus zieht. Also du kannst nicht einen Oliver Pocher mit einem TJ vergleichen, nur weil TJ halt einen Spruch gebracht hat, währenddessen Olivers Karriere gefühlt darauf aufgebaut ist, Leute fertig zu machen. Und es fühlt sich wirklich an wie fertig machen. Nicht wie konstruktive Kritik, damit Leute es lernen. Ne? Also das, was ich hier sehe, ich kann jetzt nur aus den Sachen mein Fazit ziehen, was ich jetzt hier sehe, deswegen, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch damals ganz normales Zeug gemacht, aber auch vorhin hat TJ Dinge von früher aufgezeigt, wo Oliver Pocher teils rassistisch war, frauenverachtend war und so weiter, wo man sagt, Alter, das geht weit drüber hinaus und das ist null zu vergleichen mit einem TJ. Deswegen, Leute, haltet da bitte TJ raus, der hat es bei Weitem nicht gemacht, zumal TJ sich entschuldigt hat und daraus gelernt hat, es besser gemacht hat. Ne, klar, bei Werbung und so weiter, das spielt ja jetzt auch nicht die Rolle. Ja, Werbung hat er auch Müll beworben, gar keine Frage, aber es ist, wie gesagt, zu 0% zu vergleichen. Ich finde, TJ sollte man hier gar nicht mit reinnehmen. So, und dann mit, ja, er macht,
Ganz im Gegenteil, ich finde es gerade sehr, sehr gut, dass TJ ein ausführliches Video zu Pocher hier macht. In der Schule hat man ja ein Zwangspublikum von 20 bis 25 Leuten in der Klasse. Und da habe ich auch schon immer mein Ding gemacht. Und dann gab es auch immer Leute, die es erwischt hat aus der Klasse. Wenn du dann halt über den Dicken, den Stinkenden oder den, der irgendeine Angriffsfläche, den Doofen, dich lustig machst, gab es dann immer auch die Angriffsfläche. Der fand das natürlich dann auch doof und die anderen 20 haben halt gelacht. Das ist so ungefähr meine Strategie gewesen. Digga, was? Also ich glaube, ich habe noch niemanden gesehen, der so stolz darüber berichtet, wie er einfach Leuten psychischen Schaden zufügt. Und dazu, was ist das für ein Moderator? Olli sagt so, ja, ich habe früher Leute gemobbt und der Moderator so... Ja. Digga, ich schaue nicht ganz. Ja, und das, was Olli damals ganz stolz in der Schule gemacht hat, macht er jetzt immer noch, nur nicht mehr mit Mitschülern, sondern mit Frauen und Müttern. By the way, Olli, auch ein sehr geiler Take für die Kinder der Mutter, dass du einfach ihre Vergangenheit dockst, also so viel, wie man die Mütter auch kritisieren kann, dass sie eben ihre Kinder in die Kamera halten, hätte man, glaube ich, drauf kommen können, dass auch für die Kinder eine scheiß Idee ist, das zu tun. Und ja, Freunde, das ist all in all Oliver Pocher. Kleine, miese Type. Olivia Pocher. Kleine, miese Type. Als Deckmantel der Comedy Leute aktiv zu mobben, ist absoluter Loser-Shit. Dann das noch aktiv zu benutzen, um seine Tour zu promoten, um Profit rauszuschlagen, es als seinen Main-Content zu machen. Also mir wirkt es persönlich so, dass dem alles scheißegal ist. Hauptsache Aufmerksamkeit. Ich glaube, dem juckt doch das Geld nicht. Weil der Typ hat eh scheiße viel Geld. Ich glaube, der hat noch so eine Produktion, Pocher-Produktion oder sowas, irgend so eine Scheiße. Also ich glaube, es mangelt bei dem nicht an Geld. Ich glaube, der hat 10-fach, 20-, 100-fach ausgesorgt, ne? Weil der wirklich auch im Hintergrund, glaube ich, auch, weiß ich nicht, ob es im Hintergrund ist oder so, aber ich glaube, der hat wirklich so, der ist schon krass im Game. Aber ich glaube, Aufmerksamkeit ist alles für den. Wenn der mal nicht Aufmerksamkeit bekommt, dann muss er mit irgendeinem Scheiß wieder polarisieren. Und wenn es die eigene Beziehung ist und die eigene Trennung ist, obwohl man Kinder hat, obwohl das auch vielleicht nicht gut ist, in der Öffentlichkeit seine Trennung und seine Beziehung so herabzuwürdigen, ist halt, ja, du... Keine Ahnung, ne? Aber da geht's, das ist halt wieder das Ego. Ja, da muss das Ego gepusht werden, auch wenn man da andere in Mitleidenschaft zieht und vielleicht auch sogar den eigenen Umkreis in Mitleidenschaft zieht. Das ist stark. Andere Leute einfach zu demütigen, dass Mütter vor der Kamera einfach heulend Stories machen, indem sie sagen, dass ich sie geisteskrank belasse, dass sie einfach nicht mehr können, ist einfach nur peinlich und geisteskrank widerwärtig. Dazu, wie gesagt, Jokes zu machen, die mal verletzen, die mal anecken. Ey, das kann passieren, das ist halt Comedy, das gehört dazu. Aber das ist hier halt eben nicht der Fall. Hier ist es einfach nur absolut böswilliges Draufhauen und ja. Mobbing. Vor allem, wenn man einem Oliver Pocher sagt, hey, es geht zu weit, hör bitte auf damit. Macht er einfach das daraus. Ja, das ist Mobbing, was er macht, das ist Mobbing, was er macht. So oft hört man davon, dass auch Kinder aufgrund von Mobbing einfach nicht mehr können. Mobbing und Gewalt unter Jugendlichen. Ein immer größeres Problem. Ja. Und nicht nur im realen Leben, sondern auch im Internet, so wie Oliver Pocher. Eigentlich mit so einem wichtigen, ja, so einem auch sensiblen und auch schlimmen Thema, was viele Leute betrifft tatsächlich. Ja, also gerade wenn ich so an meine Schulzeit denke, ich wurde nicht wirklich gemobbt, also mir, also, ne, deswegen kann ich nicht aus der Sicht eines Gemobbten reden. Wobei, ich weiß doch, als ich die Schule gewechselt habe damals, ich war auf dem Gymnasium gewesen, dann bin ich später in der Oberschule, Hälfte, 8. Klasse, da waren so drei Leute oder so zwei Leute, die haben auch immer so meine Flasche versteckt oder mal den Ranzen versteckt und meine Federmappe irgendwo in ein anderes Zimmer geschleppt und so und dann wusste ich nicht, wo es war. Das ist uncool, ja. Also ich war nie derjenige, der irgendwie Außenseiter war oder irgendwie gemobbt wurde oder sonst irgendwas. Aber als ich das so mitbekommen habe, und das waren ja nur so einfache Sachen, das war nicht mal schlimm, ne, so wenn eine Federmappe weg ist, meine Güte, ist mir scheißegal. Aber man hat sich trotzdem so doof gefühlt. So, warum machen die das? Warum wollen die mich so von der Seite so anficken? Wisst ihr, was ich meine? Das hat sich dann nicht durchgesetzt, ne? So, das ging so ein paar Monate und dann war's das. Aber ich erinnere mich, das war keine schöne Zeit. Und jetzt überlegt euch mal, es gibt so viel Schlimmeres als so ein Federmäppchen, was da irgendwie, was da versteckt wird. Ja, also das Mobbing ist ja viel gravierender bei so vielen unterschiedlichen Szenen. Und wie muss man sich da fühlen? Und dementsprechend ist das ein so sensibles und schlimmes Thema. Ich will das jetzt gar nicht großartig aufmachen. Ich glaube, es gibt viele Menschen auch hier im Stream, hier im Chat, die schlimme Sachen da erlebt haben. Ihr seid auch nicht alleine, ne? Also es ist auch wichtig. Tauscht euch da auch gern aus. Und dann gibt es Leute, die sich im Internet dann hinstellen und
mehr oder weniger sich dafür abfeiern, dass sie Leuten psychische Schäden mehr oder weniger hinterlassen. Ja, oder dass sie sich voll aus der Verantwortung ziehen oder dass sie so voll zu Doxing machen, über die Stränge schlagen, Menschen einfach schaden. Ich finde es nicht okay. Ich habe mit Videos mit Sicherheit auch ein, zwei Mal über die Stränge geschlagen oder so ein bisschen übertrieben, gar keine Frage. Ja. Aber es ist in keiner Relation. Also, ich will es jetzt auch gar nicht runterspielen. Ich hab zum Beispiel damals mal ein Video gemacht und das, dafür schäme ich mich auch heute noch. Ich habe damals ein Video gemacht zu Sky Guy und habe damals völlig sinnlos, aber 2017 war das gewesen, wie alt war ich da? 18. Trotzdem völlig sinnlos. Habe ich gesagt, das ist ein adipöser Minecraft-YouTuber oder so. Also, warum sage ich adipös? TryCME, danke für den Sub, ne? Warum sage ich adipös? Ja, 18 Jahre, vielleicht noch unwissend, vielleicht fand man es lustig oder so. Es ist null lustig. Es ist nicht lustig, du reduzierst jemand auf sein Gewicht, auf sein Äußeres. Du weißt null eine Vorgeschichte dazu. Du findest, das ist einfach auch kein Angriffspunkt. Ist einfach nur dumm. Real Talk ist einfach nur dumm. Und ja, es ist mir auch heute immer, wenn ich so daran zurückdenke oder wenn ich dran denke, dass teilweise auch Fire Gordon, ja, damals völlig unnötig in so vielen Punkten auch dumm gemacht wurde, tut mir auch heute leid, sage ich euch ehrlich. Fand's nicht cool. Also ich finde heute, wenn ich so heute dran denke, finde ich es unangenehm, dass man damals so völlig unnötig übertrieben hat. Klar, Fire Gordon hat ein, zwei Punkte gebracht, die uncool waren oder wo man sagt, ja, war jetzt. Es war nichts Problematisches. Was haben wir gemacht? Ich ziehe mich da genauso mit in die Verantwortung. Wir haben voll viele Memes gepostet oder haben uns drüber lustig gemacht oder in Videos ihn eingebaut. Ne? Auch wenn KuchenTV das jahrelang noch ein bisschen mehr weiter durchgezogen hat, ich dann irgendwann gesagt habe, nee, mir reicht das auch, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich schäme mich, dass ich viel zu viel damit gemacht habe. Ich habe heute übrigens, auch ganz lustig, wo wir gerade dabei sind, ich habe heute mein altes Handy mal wieder rausgekramt von vor 4 Jahren, vor 3 Jahren. Hallo, oder so. Ich mag Monet. Vor 3, 4 Jahren. Lehren Frau CX100. Danke, dass du das gerade so stark thematisiert. Unfassbar wichtig für Kinder und Erwachsene. Danke für die 100 Bits. Und, ja, gerne. Aber ich will es wirklich nur mitteilen. Ich hab jetzt erst ein Handy von vor 3, 4 Jahren rausgekramt und habe da die ganzen Bilder gesehen und habe so auch sämtliche Bilder gesehen, ne, so Memes zu Fire Gordon. Ich dachte mir auch so, Alter, was für eine Scheiße eigentlich. So, weißt du, von mir aus, mach 2, 3 Memes. Mach auch Memes gegen mich. So habe ich ja auch gar kein Problem. Aber meine Fresse, es war so viel, es ist so unnötig. Warum so viel? Ne? Und ja, also ich find's dann einfach auch übertrieben, sich dann so über eine Person direkt lustig zu machen. So, kritisier von mir aus Dinge, die in der Öffentlichkeit stehen, die man falsch macht, was weiß ich, ist ja gar kein Problem. Aber hör auf, so auf das Persönliche zu gehen und die Leute dann fertig zu machen. Ist uncool. Und schäme ich mich heute, aus heutiger Sicht schäme ich mich dafür. Man wird ja auch mit der Zeit erwachsener und dann reflektiert man Dinge mehr. Und ich habe damals Fire Gordon, der hatte mich, glaube ich, blockiert gehabt auf Instagram und ich habe dann mit meinem privaten Account, ich glaube, seinen privaten Account, habe ich seinen privaten Account angeschrieben? Ich glaube, ich habe seinen privaten Account angeschrieben vor 2 Jahren oder so. Weiß ich gerade gar nicht, klar, ich glaube. Und habe ihm dann geschrieben und habe ihm auch gesagt, dass es mir leid tut und dass es auch dumm war. Weil, keine Ahnung, Mann, das muss wirklich nicht sein. Ja, aber dann, nee, ich glaube, ich habe sogar seinen richtigen Account. Ja, sehe, ich habe seinen richtigen Account. Am 31. Dezember 2019 habe ich ihm geschrieben. Und dann habe ich ihm auch geschrieben, dass ich ihm alles Gute wünsche für das Comeback und ja, und dass ich gar nichts gegen ihn habe oder so. Ne, ich habe ihm dann noch alles Gute gewünscht. Aber es ist so, ja, nee, ey, wie oft wir uns zum Beispiel auch dieses Cringe-Compilation-Video zu Fire Gordon angeguckt haben und uns darüber lustig gemacht haben, welche komischen Takes er hatte. Unnötig. Unnötig ist fuck. Real Talk. Es war vielleicht lustig, einmal war es lustig, zweimal war es lustig, aber alles drüber hinaus war einfach nur noch übertrieben. Und ich habe da gefühlt 10-mal drauf reagiert, nur um zu zeigen, wie dumm das Ganze war. Es ist einfach nicht schön. Und ich glaube, das befeuert es einfach nur, wenn du es immer und immer wieder vorholst. Genauso wie es bei einer Anne Wünsche und einem Oliver Pocher. Ey, wie oft habe ich Anne Wünsche irgendwo in den Schlagzeilen gesehen wegen Oliver Pocher, obwohl ich nichts von diesem Thema wusste. Und trotzdem habe ich die ständig gesehen. Ja, braucht man sich nicht wundern, dass irgendwann jemand daran zerbricht oder sagt, ey, ich kann nicht mehr. So, und dann entstehen sehr komische Sachen. Und da gibt es auch Fälle, wo es sehr negativ endet. Und es ist schon sehr negativ, wenn es psychische Probleme sind.
Und es gibt zu viele, die aufgrund von Mobbing psychische Probleme bekommen haben. Was macht? Ist Mobbing ein fucking großes Problem? Bei Cybermobbing im Netz sind die Zahlen zwischen 2017 und 2022 um 4 Prozentpunkte gestiegen. Mit heftigen Folgen. 29% der Mobbing-Opfer fühlen sich noch immer sehr stark belastet. 24%, also jedes vierte Opfer, hatte schon einmal Suizidgedanken. Krass. Und bei manchen bleibt es halt eben nicht nur beim Gedanken, sondern die Sache belastet die so sehr, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Doch Luca zieht sich immer mehr zurück. Anfang Januar nimmt er sich das Leben. Das sind die Konsequenzen von Oliver Pochers Kunst. Etwas normalisieren und legitimieren, was niemals auch nur ansatzweise okay ist. Und es wäre ja auch nichts Neues, dass ich eine Influencerin... Also es ist jetzt, by the way, nur ganz kurz, ich möchte das noch kurz differenzieren. Das ist jetzt nicht, er hat sich das Leben genommen aufgrund von Oliver Pocher. Ne? Ich möchte es bloß rechtlich absegnen, ne? Das ist nicht, dass es dazu Missverständnissen kommt. Aber das können Konsequenzen sein, sagen wir es mal so. Das können Konsequenzen sein von Oliver Pochers Herangehensweisen von Kritik, ja. Was auch immer daran eine Kritik ist, Leute einfach zu beleidigen. Sehe ich nicht viel Kritik dran, sondern einfach nur Beleidigungen und ja. Und Nachtreten hin und wieder. Ja. Von Cybermobbing umbringt. Erinnert ihr euch noch an den Fall Lenard, das Model, die Influencerin? Ja. Sie hat krasses Cybermobbing erfahren, konnte nicht mehr, hat das nicht mehr handeln können und hat sich das Leben genommen. Und das, was Lenard widerfahren ist und das, was Oliver... Und ich verstehe bis heute nicht, wie Leute einen Jerome Boateng verteidigen können. Es geht mir nicht in den Kopf. Lest euch da bitte ein in diesen Fall. Ich habe das vor 2-3 Monaten, kam das wieder hoch, habe ich das gemacht. Alter, ich habe das davor nicht so gecheckt, ne? Ich wusste nicht so, um was geht's da alles so. Und dann habe ich mal einen Artikel gefunden, der alles aufgelistet hat, was passiert ist. Junge, da wird einem schlecht, es wird wirklich einem schlecht, wie krank diese Thematik ist und wie sehr verachtenswert man im Anschluss gewisse Menschen wahrnimmt. So. Also sehr heftige Angelegenheit, wenn ihr da, informiert euch selbst, wenn ihr da Bescheid wissen wollt, aber sehr, sehr krass gewesen. Ne, mit Manipulation und Schweigepflichtserklärung und alles löschen und ja, keine Details raushauen und so weiter. Also war schon sehr krass, also sehr heftig gewesen. Und dass er teilweise übelsten Zuspruch bekommt. Nach dem, was ich so gesehen habe, dachte ich mir so, schwierig, ja, dass das sein kann. Hat fucking Parallelen. Der Tagesspiegel berichtet, Lenard ist tot. Das Geschäft mit der Demütigen hat eine lange Tradition. Der Tod von Lenard entfacht eine neue Debatte über Cybermobbing und die Rolle des Boulevards. Frauen öffentlich zu beschämen, hat eine lange Tradition. Und was macht Oliver Pocher? Heute knallt's richtig. Ja, Anne Wünsche, es geht um dich. Und danach wirst du dir wünschen, dass es dieses Video nie gegeben hätte. Ich mache euch alle tot. Wenn es der Virus nicht macht, dann mache ich's. Ich liebe es, dich fertig zu machen. Und auch im Fall Pocher wurde das Auto der Gegenseite mit Lack beschmiert. Und auch Beleidigungen sind im echten Leben gefallen. Alles Dinge, die Menschen unfassbar fettig machen können. Und wie im unproblematischen Podcast besprochen, muss es doch nicht erst wieder dazu kommen, dass irgendwer sich umbringt, dass sich was ändert. Und ich finde es grausam, dass erst sowas Schreckliches passieren muss. Ja, das ist wie Cybermobbing. Ja. So, nee. Erst wenn sich ein Influencer dann umgebracht hat, dann sind die Profilbilder schwarz. Umbringt. Ja, genau. Es sollte sich vorher was ändern und nicht erst wieder ins Worst-Case-Szenario laufen, damit, ja, die Leute mal irgendwie umdenken. Und ganz kurz, es ist nicht so, wie Leo sagt, dass man mit so einer Hetzjagd, dass man mit solchen Kommentaren, dass man damit umgehen muss. Nee, das hast du, denke ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, jeder Influencer, jeder Content-Creator, jeder Mensch mit Reichweite kennt diese Nachrichten zugute. Und wenn das jetzt mal durch dich ein bisschen mehr geworden ist, dann wird man auch damit umgehen lernen zu müssen. Krass, 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 krass. Was ein Schwachsinn. Kompletter Bullshit. Durch sowas muss niemand durch. Ja, aber das ist wieder Leroy. Ja und Amen sagen zu jedem Bullshit, wirklich. Einfach gar nichts, einfach nicht kritisch sein oder so, sondern einfach ja sagen. Muss sich dumm beleidigen oder bedrohen lassen. Und jeder, fucking jeder, egal was für eine dumme Scheiße er gemacht hat, hat das Recht zu sagen, Leute, das geht mir gerade psychisch zu nah. Leute, ich kann nicht mehr. Leute, das ist zu viel. Ja, stimmt, aber wehe, Leroy kriegt solche Kommentare. Stimmt, stimmt, stimmt. Bei Monte hat er geheult. Meine Psyche. Ja. Es macht mich psychisch zu doll fertig. Und fucking jeder Kritiker hat sich dann daran zu halten und die Psyche des anderen zu respektieren. Fucking jeder. Und das ist das, was wir wieder mehr lernen müssen. Aber random Gebäsche gegen wen auch immer ist absolut nutzlos und wesentlich besser.
Deswegen lasst uns zusammen versuchen, besser zu sein und absolut dummes Fertigmachen von Personen nicht mehr zu unterstützen. Und an dich, Olli, du bist da hinten natürlich in meinem Podcast eingeladen. Komm gerne vorbei. Also wie gesagt, ne? An der Stelle möchte ich sagen, Kritik ist völlig in Ordnung. Ja, wenn wir über Nichtigkeiten reden, wenn wir über kritische Punkte reden oder wenn wir sagen, ey, hier, das ist Quatsch gewesen, hier, Steuerung F hat Quatsch gemacht, hier, T-Tech hat einen Punkt gesagt, der Quatsch war und so weiter, dass man öffentliche Kommentare öffentlich auch kritisiert und kommentiert, ist ja gar kein Problem. Aber einfach nur Gebäsche, so wie wir es jetzt hier gerade im Fall Oliver Pocher sehen, finde ich einfach nur absolut daneben und ja, also es ist einfach, ich weiß nicht, also ich kann mir vorstellen, dass ein Oliver Pocher den das hier wieder nicht interessieren wird. Das kann ich mir vorstellen. Und dass er nichts daran ändert, weil wenn er was daran ändert, dann ist er nicht mehr so in der Öffentlichkeit. Und wir quatschen ein bisschen drüber, schreib einfach eine Mail. Und falls Olli sich traut und wir im Podcast da hinten sitzen und ihr es nicht verpassen wollt, abonniert gern rein, schreibt gern Feedback in die Kommentare. Ich bin jetzt raus. Ciao. Ja, also krasses Video. Ja. Sehr, sehr krasses Video. Hatten wir vorhin schon ein Codewort für die Leute, die das Video gesehen haben? Ich glaube nicht, ne? Also wenn ihr bis hierher geschaut habt, dann seid ihr erstmal die absoluten Ehrenmenschen, liebe InKev-Zuschauer. Ihr seid alle super krass. Lasst auch gerne ein Abo da. Und hatten wir eins? Achso, ja, wir hatten eins. Ja, wir hatten eins. Genau. Ja gut, wenn wir schon das Codewort hatten, ist ja alles entspannt. Leute, lasst ein Like da bei TJ. Der Link dazu ist in der Beschreibung. War ein krasses Video. Ich finde, gute Zerstörung von Oliver Pocher. Hätte vielleicht noch ein paar Punkte. Ja, wobei, das waren eigentlich schon wichtige Punkte. Das hat mir aufgezeigt, dass Oliver Pocher wirklich noch kritischer zu sehen ist, als ich überhaupt dachte. Ey, schlimme Sache, sag ich euch ehrlich. Also wirklich, der Respekt zu Oliver Pocher war bei 0 und jetzt ist er bei minus 100. Und mehr schockieren kannst du mich eigentlich da gar nicht. Also sehr gutes Video. Ich habe Ähnliches erwartet, aber es wurde noch mehr übertroffen. Ich würde sagen, haut rein, habt noch einen schönen Tag, seid besser als das, was hier gezeigt wurde von dem Oliver Pocher. Mobbt mich, denkt immer dran, was andere fühlen, wenn ihr irgendwelche Taten begeht. Und seid einfach so, zu anderen, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Ich glaube, dazu gibt es ja nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein.